willkommen zum nächsten Quick-Tipp. Ich glaube, jeder kennt die Methode, eine Bremsanlage mit dem Fuß zu entlüften. Sie hat jetzt nicht unbedingt den besten Ruf, weil sie in dem Ruf steht, dass man den Hauptbremshinder beschädigen kann. Es stimmt auch, aber auch nur, wenn man zu weit durchtritt. Eher einen großen Nachteil dieser Methode sehe ich dahin, wenn wirklich irgendwann eine Luftblase sitzt und man ein System komplett entlüften muss, das wirklich leer ist, also alle Leitungen neu kommen sind. Dauert sehr lange zu entlüften und ist sehr aufwendig. Ein Kompressor, den man ja auch für andere Dinge gebrauchen kann, wie zum Beispiel Druckluftwerkzeug antreiben, Reifendruckprüfer und solche Sachen, bekommt man schon neu für 100, 150 Euro, der in Ordnung ist, und gebraucht sogar noch günstiger. Also, wenn man schon was am Automatisieren ist, ist die Investition nicht falsch. Vor allem kann man dieses Gerät auch für andere Sachen noch benutzen, sei es im Garten oder was auch immer. Und mit diesem Gerät können wir uns das Entlüften sehr einfach machen, indem wir uns aus einem alten Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel, lass uns mal sagen, Entlüftungswerkzeug bauen, wo ein Loch reingebohrt wird, von der einen Seite ein Druckluftnippel reingesteckt wird, von der anderen Seite auch aus dem Druckluftwerkzeug eine Verschraubung, wo der Druckluftnippel sonst eingeschraubt wird, wird von der anderen Seite benutzt, um sozusagen diesen Deckel einzuklemmen. Also man hat ja hier den Deckel zwischen, der wird dann eingeklemmt. Die ganze Sache mit Dichtmasse ein bisschen versiegelt, damit es auch 100% dicht ist und keine Bremsflüssigkeit rausgedrückt werden kann. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis dieses schönen Werkzeugs. Hier, das baut ist euch dann selber überlassen, ob ihr das wie ich macht mit dem Einklemmen oder nur einen Nippel einklebt mit zwei Komponentenkleber. Das müsst ihr im Endeffekt wissen. Weil so viel Druck ist da eh nicht drauf. Wir entlüften normal mit 1 bis 1,5 Bar, das reicht. Haben wir ein ABS-System, müssen wir das ABS-Hydromodul ja eh antacken, damit die Ventile geöffnet sind. Da sollte man mit 2 Bar um den Dreh entlüften. Die brauchen ein bisschen mehr Druck, damit das funktioniert. Aber mehr Druck bauen wir nicht drauf auf. Anwendung ist eigentlich ganz simpel. Schraubt den alten Deckel ab. Füllt den Behälter bis zum Rand auf, wir wollen entlüften. Schrauben unseren Entlüftungsdeckel dran, nehmen unseren Druckluftleiter und setzen die drauf und geben Druck drauf. So, nachdem wir die Leiter draufsetzen, haben, geben wir einfach Druck drauf. Wir haben jetzt hier einen Großkompressor mit einem Druckluftsystem und deswegen solche Stationen, wo wir hier, man hört es ja jetzt, Druck ablassen oder erhöhen kann. Und somit die Druckstärke einstellen können. Wenn ihr einen kleinen Kompressor habt, könnt ihr das direkt am Kompressor einstellen, wie viel Druck ihr braucht. Wenn ihr Druck auf dem System habt, könnt ihr ganz einfach entlüften, indem ihr einfach die Entlüftungsnippel nur öffnet und fertig. Ihr müsst auf nichts achten, außer dass eben kein Bläschen mehr kommt oder wenn klar Flüssigkeit kommt, ihr es wieder zumacht. Wichtig ist nur, dass ihr vorne darauf achtet, dass immer genügend Flüssigkeit im Behälter ist, weil wenn nicht, dann drückt ihr wieder Luft rein, was unsinnig ist. Ihr müsst auch keine Angst haben, wenn ihr das hier drauf habt, ihr seht, oh, Behälter Minimum, ich muss nachkippen, müsst ihr nicht erst Druck ablassen oder Druck zumachen, ihr könnt das einfach abziehen. Habt ihr ja gerade gehört und gesehen, euch fliegt keine Flüssigkeit entgegen oder sonst was, da waren sogar 2 Bar jetzt schon. Deckel ab, Flüssigkeit rein, Deckel zu, ging wieder drauf und weitermachen. Nach meiner Meinung ist es die einfachste Methode. Vor allem kannst du auch alleine machen.